Und Jugendjury, die diesen Jahr auch eine ganz tolle Zusammensetzung hat. Damit Sie aber erstmal wissen, was die gesehen haben, haben wir hier auch mal kurz zusammengestellt, die 6 Filme, die im Rennen waren. Was ist mit dir? Nix. Ich bin erkundet. Ja? Dann nimm was brauchst du und verschwind. Ja? Ja? Entschuldige, kaufst du das? Was? Kondome? Na, das, was du aufgeklickt hast. Das? Entschuldigung, sind die gut? Wir danken für die Suche. Wir sind es! Gute Welt! Wir sind es! Те башки да се плаш. Моим ти речи да се плашиш преди да се кучи. Не! Дуваш ме от тук! Дуваш ме от тук! Не! Дугяш! Макени грабабе! А по ни? Не! Дуваш ме от тук! Vielleicht kommt der süße Hunger jetzt endlich drauf, wer alles unbemerkt in seiner Nähe liegt. You take me to Bulgaristan. Was? Ach ja, natürlich. Natürlich, gnädige Frau, brauchen ein Taxi. Natürlich darf ich Ihnen die Taschen nachtragen. Das mache ich doch gerne. Ist doch überhaupt kein Problem. Bitte, gnädiges Fräulein. Natürlich. Aber du hast eine Weise, du kommst jetzt mit mir nach Istanbul. Hey, no!
no! I don't go to Istanbul. Bitte, bitte, dann bleib halt hier. Ist mir auch egal. Dann verreck doch meinetwegen. Was glaubst du denn? Steht hier irgendwo Fluchthelfer drauf? Das ist gefährlich. Die stecken mich ins Gefängnis, wenn die uns erwischen. Türkische Gefängnisse kann ich echt verzichten. Bitte, dann verreck hier halt. Jetzt lässt er drüben, es ist Gott in den Kopf. Das Rennen gemacht. Ich darf erstmal den Olaf Hagen bei uns begrüßen, der die Jury betreut hat, und die Jury nach vorn bitten. Viele waren am Anfang krank. Ich glaube, jetzt sind wir vollständiger als am ersten Tag. Julia Bandula, Jamila Borsch, Johanna Christensen, Leon Eggersberger, Schaute Reis, Yusuf Shahin und sein Bruder Mahmoud Shahin. Willkommen. Schön, dass ihr da seid. Sehen alle noch frisch und munter aus. Wunderbar. Und sind auch wieder gesund. Leider nicht alle, aber gut. Ist auch wie eine andere Besetzung, stimmt zum Teil jedenfalls. Aber es ist auch im Kino zu sitzen, Filme gucken, ist auch anstrengend. Da kann man sich sehr schnell erkälten. Und wir freuen uns eben sehr, dass die Bundesministerin bei uns ist. Herzlich willkommen, Frau Schlesig. Bitte. Jetzt erstmal, was hatten Sie denn vorher für einen Termin? Ich dachte, ist es wenigstens der erste Termin in Mecklenburg-Vorpommern? Nein, also ich bin letzten Sonntag schon gestartet, war hier in Schwerin und heute war ich schon in Demmin, hier in Schwerin und jetzt heute Abend. Aber es ist mein erster Termin hier im Kapitol und da freue ich mich auch. Also es war schon nicht so verkehrt. Das haben Sie schön gesagt, erste Filmfestival auch nach der Babypause. Wie kommt man jetzt wieder so rein? Ich meine, Sie haben auch noch ein größeres Kind, ne? Das eine ist 9, glaube ich, ne? Das Mädchen. Mein Sohn ist 9 und das Mädchen ist jetzt 8 Wochen. Ganz frisch. Und verstehen Sie sich gut? Also bei 9 Jahren ist man schon ziemlich verständlich und versteht auch, da ist was Neues, was mir mein Leben nicht schwerer macht, sondern auch schöner, oder nicht? Die verstehen sich total gut. Also mein Sohn, der ist natürlich stolzer Bruder mit 9 Jahren, ist ganz klar. Und die Kleine, habe ich bisher den Eindruck, findet ihn auch ganz nett. Jetzt haben Sie im vergangenen Jahr diesen Preis erstmal so, ich sag fast so spontan gestiftet. Das war das Jubiläum, 25 Jahre. Aber jetzt haben wir wieder einen Leo. Wie hängt das denn zusammen? Wir haben im letzten Jahr das erste Mal den Preis gestiftet und dann war natürlich schon mein Ziel, das längerfristig anzulegen. Das ist immer gar nicht so leicht, weil der Bund nicht so regional was machen kann. Aber das ist Haushaltsrecht, das muss heute Abend niemand stören. Und die Idee eigentlich dabei war, dass wir, oder ist generell meine Idee als Kinder- und Jugendministerin zu sagen, ich möchte gerne, dass Kinder und Jugendliche beteiligt werden an dem, was wir Erwachsene tun. Und warum eigentlich nicht an unserem schönen Filmkunstfest? Natürlich gehört auch dazu, dass ich meinen Beitrag leisten wollte für dieses wunderbare Fest als Schwerinerin. Und ich habe mich sehr gefreut, Olaf Hagen ist ja bekannt für gute Kinder- und Jugendarbeit, dass er diese Kinder- und Jugendjury auf die Beine stellt. Und man hat es ja eben, glaube ich, schon an den Filmen gesehen. Also die Ausschnitte haben schon gezeigt, es ist keine leichte Kost. Und deshalb finde ich es toll, dass die Mädchen und Jungs sich bereit erklärt haben, sich die Filme anzuschauen und bin ganz gespannt auf ihr Votum. Das Ben gemacht hat nicht. Danke auch nochmal für dieses Also 3 Jahre jetzt das erste Jahr. Olaf, jetzt haben wir eine besondere Zusammensetzung in diesem Jahr, was auch, glaube ich, durchaus mit angedacht war, so, dass es so eine Zusammensetzung gibt. Genau, also die Überlegungen von Volker Kuhfall und mir, nochmal herzlichen Dank für diese Möglichkeit, war einerseits eben Kinder und Jugendliche mit in die Jury zu nehmen, die hier in Schwerin geboren und aufgewachsen sind, aber eben auch Kinder und Jugendliche einzubeziehen, die im Rahmen verschiedener Lebensgeschichten ihren Weg nach Schwerin gefunden haben. Und von daher freue ich mich, dass also heute Abend dann zumindest Mahmoud und Yusuf dabei sind. Yusuf war die Woche nicht dabei, weil er krank war, aber nun ist er wieder da. Er hat auch nicht mitentschieden, das sei hier auch gesagt, sondern das war dann eine eher kleinere Gruppe, 6 Leute,
die dann in dieser Woche 6 Filme angeguckt hat. Und ich kann schon jetzt sagen, ich war von der Entscheidung sehr überrascht. So I hope next year you're really in a good position and you can do it again. Maybe next year it's for the jury for you. With the brothers, of course. Charlotte, wie war also die Erfahrung, jetzt so Filme gucken? 6 ist schon eine ganz schöne Zahl, muss man auch dann drüber nachdenken, wie lief es so? Ja, wir haben ja noch viel mehr Filme geguckt eigentlich. Ja, das ist was ganz Neues und vor allem, weil wir sie eben wirklich ganz anders auseinandergenommen haben, als man es wahrscheinlich normalerweise tut. Wer verkündet uns jetzt, wer das dran gemacht hat? Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns heute Abend hier zu sein und den Kinder- und Jugendfilmpreis Leo auf den 26. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern vergeben zu dürfen. Dies ist möglich aufgrund der Stiftung des Preises durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend. Die Entscheidung fiel uns sehr schwer, da wir 6 sehr beeindruckende Filme sehen durften. Leider können wir heute nur einen Preis vergeben. Unser Gewinnerfilm zeichnet sich aus durch eine gute Balance zwischen offener Ansprache eines in unserer Zeit sehr wichtigen Themas ohne den damit oft verbundenen pädagogischen Zeigefinger zu erheben. Der von uns gewählte Film hat das Potenzial, ein sehr breites Publikum zu erreichen. Dies gelingt aufgrund des modernen Themas und dessen beachtenswerter Umsetzung. Besonders überzeugt hat uns die schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller, welche sowohl ausdrucksvoll als auch authentisch ist. Ebenso hat uns die Detailverliebtheit sowohl vor als auch hinter der Kamera beeindruckt. Der Gewinnerfilm konnte uns vom Anfang bis in den Abspann hinein begeistern. Und obwohl ein ernstes Problem thematisiert wird, verliert der Film nie an Unterhaltsamkeit und bringt das Publikum zum Lachen. Nicht nur durch die besondere Form der Animation, sondern auch durch den fließenden Übergang zwischen realer und virtueller Welt zeichnet sich dieser Film aus. Daher geht der diesjährige Kinder- und Jugendfilmpreis an. Offline, das Leben ist kein Bonus. Erstmal haben wir eine Hammerbegründung gehört, meine lieben Charlotte und liebe Kolleginnen. Es war eine wunderbare Laudatio. Charlotte, hast du das gehört? Das toll geschrieben. Wirklich. Also absolut professionell und absolut analytisch. Und wir haben jetzt die Schauspieler hier. Moritz Jahn, Maler Ende, Hannes Wegner. Also die habt ihr auch extra noch gerühmt. Habt ihr das gehört in der Laudatio? Die Schauspieler wurden also auch extra nochmal gewürdigt. Kommt vielleicht ein bisschen nach vorne. Wir haben hier so einen kleinen schwarzen Punkt. Das ist so ein bisschen die Idee für die Kollegen, wenn so Preise verliehen werden, ist so der schwarze Punkt, ja, genau, dann sieht es besser aus. Wir kommen jetzt zur eigentlichen Preisübergabe, genau, nehmt in die Hand, was euch gehört, genau, das passiert jetzt. Vielleicht ein ganz kleiner Hinweis, wenn Sie jetzt grünen Maler, Maler ist Anne Frank, aber nicht in dem Kinofilm, sondern in dem Film, der im vergangenen Jahr lief im Fernsehen, auch ein sehr, sehr schönes Werk, ein Dokudrama, da habe ich Maler für mich entdeckt. Jetzt ist die Preisträgerin hier. Ja, klatschen Sie mich mal richtig. Ja, wow. Vielen Dank. Also ich finde auch ganz toll, dass es eine Jury ist von den Menschen, die wir ansprechen wollen. Der Film ist auch super für Erwachsene, weil sie was lernen können über eine Welt, die sie vielleicht nicht kennen. Aber eben richtet sich in erster Linie natürlich an Kinder und Jugendliche. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank für den Preis. Vielen Dank an das Festival. Und der wird uns hoffentlich auch sehr viel bringen, weil das ist ein Abschlussfilm gewesen. Und ich bin super dankbar. Ganz viele Menschen, die an dieses verrückte Projekt geglaubt haben, so wie die Red Pack, der SWR, BR Arte. Weil Sie müssen sich vorstellen, man hat so ein Drehbuch und da steht drin, unser Held zieht los auf der Jagd nach seinem Krieger Fenris, den es gar nicht gibt, sondern nur im Computerspiel. Dann weiß niemand so richtig, was das eigentlich für ein Film wird und ob das überhaupt Relevanz hat oder nicht. Und ich bin unfassbar froh, auch um diesen Preis jetzt deswegen, und dass es so viele Menschen gibt, die an diese völlig absurde, moderne Welt, Idee von einer virtuellen und einer realen Welt geglaubt haben.
Dankeschön. Dann nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Wir hoffen natürlich, dass dieser super Preis von der Zielgruppe euch dazu verhilft, dass der Film auch schnell ins Kino kommt. Das hat im vergangenen Jahr übrigens auch geklappt. Das funktioniert durchaus und hilft ein bisschen. Herzlichen Dank euch und natürlich noch einen schönen Abend. Danke der Jury, danke Olaf, danke der Ministerin, die jetzt übrigens einen hoffentlich von euch auch mit viel Beifall begleiteten, absolut berechtigten Abgang hat, weil sie jetzt dazu zum Baby muss. Völlig klar. Also, schönere Begründung kann es ja überhaupt nicht geben, wenn ich sie zu verabschieden. Nochmal herzlichen Dank, dass ihr da seid.